Willkommen zurück zu Paper Mario Sticker Star. Im letzten Part haben wir den riesigen Plopper im Welt 312 Schaumkronenstrand besiegt und damit wäre die dritte Welt eigentlich abgeschossen. Aber noch nicht ganz, es gibt nämlich noch ein paar Secrets, jetzt wo das Gift weg ist, und ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten Secret im ersten Level an, und zwar in der Laubauallee. Ja. Es gibt noch ein paar Secrets, jetzt wo das Gift weg ist. Manche klären sich von selbst auf, manche nicht. Okay. Da haben wir mal Wiggler getroffen. Und jetzt ein Speedrun durch. Seht ihr, jetzt ist es nicht mehr so dunkel. Jetzt ist auch schöne Musik. Man sieht die Musik schon am Hammer, aber jetzt ist ja eh eine schöne Musik. Ich verstehe nicht ganz, warum. Da ist die Geheimtür. Die Gegner sind leider noch da. So. Wir müssen einfach bis zum Ende des Levels. Dort erwartet, nachdem man den Plopper besiegt hat, eine Überraschung. Hey. So, auffüllen. Und jetzt den Bumerang ausweichen. So. Ach so, ich hab schon gedacht, der kommt. Da habt ihr es vielleicht schon da hinten gesehen. Wir haben alle unsere Sticker beim... Naja, der Plopperkampf war ja sehr leicht für mich, da ich die richtigen Sticker mitgenommen habe. Ihr seht, hier ein KP Plus. Keine Ahnung, wieso das jetzt da ist und vorher nicht. Ja. Insgesamt kann man 100 KP bekommen, wenn man alle KP Plus gefunden hat. Tja, das hätten wir. Das erste Secret haben wir. Dann gehen wir jetzt mal gleich zum zweiten Secret. Das zweite Secret ist gleich im zweiten Level. Das heißt, der Gemagler passt genau gut. Das zweite Secret ist im zweiten Level. Okay. Moment, das ist glaube ich falsch. Moment, war doch richtig. Das Rätsel ist leider noch da. Schade. Tja, erinnert ihr euch da, wo wir gegen das Wiggler-Segment gekämpft haben? Na, ist alles ausgetrocknet, die Giftsümpfe. Arme Sniffels, aber gut für die anderen Tiere des Waldes. Wie Wiggler oder, tja, die Piranha-Pflanzen. Seht ihr, erinnert ihr euch hier, da haben wir gegen das Wiggler-Segment gekämpft. Und da hinten war eine Bowlingkugel. Aber jetzt, wo das Gift weg ist, ist da hinten keine Bowlingkugel, sondern das hier. Pokal! Verstehe ich nicht ganz wieso, aber ist auch egal. Okay, der Pokal ist noch unten drin. Okay, was kam als nächstes für ein Secret? Ich glaube, hier war was in 3-9. Oh oh. Wow, wow. Ja, glaub. Genau, seht ihr? Da ist ein Pfeil jetzt, wo das Gift weg ist. Und hier ist wieder ein KP Plus. Na bitte! So, dann gehen wir da mal raus. Ich hoffe, wir haben noch jetzt die KP. Ja. Apropos, ich glaube, wo waren das? War das in Nö, ich glaube, das war hier. Genau, jetzt wo das hier das Gift weg ist. Ist hier unten eine, was sind das, Knopfzelle. Die bauen ja wirklich jedes einzelne Ding, was es in der Wirklichkeit gibt, in das Spiel ein. Lustig. Und was war noch? Moment, wir haben jetzt zwei Dings und zwei KP Plus. Genau, das letzte KP Plus befindet sich hier im Hohlstumpf.
Da, wo wir die Sniffet-Show war. Da müssen wir jetzt leider nochmal rein, aber wir müssen unsere Fans enttäuschen. Meine Damen und meine Herren! Wir bitten Sie um Informationen für diese Wartezeit. Das war's natürlich gelohnt. Es ist Zeit für die heutige Aufgabe des Snippets. So. Das. Ja, wir müssen unsere Fans leider enttäuschen. Denn ich habe jetzt nicht Lust, das Ganze nochmal zu machen. Denn am Ende wartet jetzt eine Überraschung. Seht ihr? Das erwartet uns. Drei KP Plus. Was für eine Überraschung. Und zwei Dinge gefunden. Ja, das alles kann man nur einsammeln, wenn der Plopper besiegt ist und es gibt wirklich. Oh, mein 3D ist wird schwach. Ich hoffe, das waren alle Secrets. Wenn nicht, werde ich im nächsten Part noch eins dran schneiden. Und ja, das waren, glaube ich, alle. Und mein 3D ist, oh je, er wird schwach. Und im nächsten Part werden wir dann den Weg bis zur Welt 4 und Welt 5 freischalten. Tja, auf die Eiswelt freue ich mich schon. Die können wir von hier aus vielleicht schon sehen. Seht ihr da oben? Da ist die Eiswelt. Und da gehen wir dann bald hin. Tja, wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss!